38. Aufeinandertreffen der Erzrivalen in der Rolli-Basketball-Bundesliga RSV Lahndill gegen den RSC Zwickau. Die Mittelhessen amtierende deutsche Pokalsieger, derzeit Tabellenführer, die Sachsen aktuelle deutsche Meister, derzeit Platz 2 der Bundesliga. Die 3.900 Zuschauer in der ausverkauften Rittal Arena Wetzlar zeugen einer ausgeglichenen Partie, bis die Gastgeber sich Mitte des dritten Viertels absetzen und ihren Vorsprung über die verbleibende Distanz zusehends ausbauen konnten. Verdienter Endstand deshalb 91-82 für den RSV Lahndill. Ich bin natürlich sehr froh mit dem Sieg heute gegen den RSC Zwickau. Nachdem wir die deutsche Meisterschaft letzte Saison irgendwie abgeben mussten, war es für uns heute ganz wichtig, hier irgendwie stark aufzuspielen. Und wir haben das wundervoll in Kulisse getan, irgendwie eine ausverkaufte Rittal Arena. Das ist wahrscheinlich Weltrekord im Rollstuhlbasketball, in einem Ligaspiel. Und ja, darüber sind wir natürlich sehr froh. Meiner Meinung nach haben wir gut gespielt, beide Mannschaften. Ich habe das erste Mal gegen Zwickau gespielt. Sie sind eine sehr treffsichere Mannschaft und spielen sehr leidenschaftlich. Das Team arbeitet zusammen und bewegt sich gut. Für uns war es eine Herausforderung, aber wir hatten eine bessere Defense und unsere Offense hat ebenfalls besser gekämpft. Wir waren sehr aufgeregt, gegen Zwickau zu spielen. In der letzten Saison mussten wir eine herbe Niederlage einstecken. Vor einem so großen Publikum zu spielen, machte die Sache einfacher für uns. Den größten Teil des Spiels haben wir das Tempo vorgegeben, was Zwickau einige Probleme mit Fouls einbrachte. Wir haben sehr hart gekämpft, um unsere Spielzüge umzusetzen. Ja, bei uns geht es direkt am Samstag weiter, wenn wir auswärts in München spielen. München ist ein schweres Spiel, wir haben gerade Frankfurt geschlagen, was uns alle sehr überrascht hat, und von daher werden wir auch sehr motivierte und optimistische Münchner treffen. Und wir müssen jetzt nach dem großen Spiel hier gegen Zwickau wieder gucken, dass wir uns konzentrieren auf alle anderen Teams.